Elbflorenz, wie die sächsische Landeshauptstadt Dresden auch genannt wird, lockt mit ihren Prunkbauten Touristen aus aller Welt. In der Adventszeit zieht es die meisten davon hierher, auf den Weihnachtsmarkt mitten in der barocken Altstadt. Jährlich kommen an die 2,5 Millionen Besucher auf den Riesenmarkt. Das ist der beste Weihnachtsmarkt in Deutschland. Ja, Dresden. Vieles auf dem Markt stammt aus der Region. Allen voran der Christstollen, der sogenannte Striezel, der dem Markt auch den Namen gegeben hat. In der Mitte des Marktes steht die weltgrößte Stufenpyramide, handgedrechselt aus dem Erzgebirge. Und noch etwas macht den Striezelmarkt zu etwas ganz Besonderem. Der Dresdner Striezelmarkt ist der älteste deutsche Weihnachtsmarkt. Hat eine jahrhundertelange Tradition. 1434 genehmigten die sächsischen Kurfürsten Friedrich II. Und Sigismund zunächst einen vorweihnachtlichen Fleischmarkt für den Festtagsbraten. Daraus entwickelte sich der Striezelmarkt. Und der wird jedes Jahr offiziell mit dem Anschnitt des Striezels eröffnet. Striezel oder Struzel, so wurde der Christstollen im Mittelalter noch genannt. Um den Geschmack dieses süßen Traditionsgebäcks in alle Welt zu tragen, gibt es in Dresden sogar eine eigene Botschafterin, das Dresdner Stollenmädchen. Darf ich ein Stück Stollen anbieten, oder? Nein. Ja, ich mal gucken. Das ist aber süß. Ist das was Deutsches? Is this thing something German? Mit der Herkunft des Weihnachtsklassikers kennt sich das Stollenmädchen natürlich aus. Das erste Mal wurde der Dresdner Christstollen 1474 urkundlich erwähnt. Damals war das aber eher noch ein Fastengebäck. Und später gab es dann einen Butterbrief an den Papst. Da wurde dieses Butterverbot aufgehoben und da konnten dann auch gehaltvollere Zutaten verwendet werden. Dazu gehören neben echter Butter vor allem Mandeln, hier in Form von Marzipan, und Trockenfrüchte wie Sultaninen, Orangeat und Zitronat. Tino Gierig ist Stollenexperte des Dresdner Backhauses und backt uns heute einen Original Dresdner Christstollen. Zum Zitronat kennt ihr eine Anekdote. Zu DDR-Zeiten, also das fing so 1983 an, war ja Lieferengpässe und da, es gab für alles eine Idee und da wurden halt grüne Tomaten eingesetzt. War nicht schlecht, hat auch so ähnlich geschmeckt wie Zitronat. So etwas ist heute natürlich streng verboten. Die Grundzutaten für den Dresdner Stollen sind seit Jahrhunderten festgeschrieben. Der Schutzverband Dresdner Stollen achtet auf ihre Einhaltung. Wie und in welchen Anteilen allerdings die Hauptzutaten zu der süßen Versuchung verbacken werden, dafür hat jeder der rund 130 im Dresdner Stollenverband vertretenen Bäcker und Konditoren sein eigenes Familienrezept. Auch muss der Stollen in Handarbeit gefertigt werden. Spätestens in der Form sind alle wieder gleich. Der Legende nach soll der Stollen das in Windeln gewickelte Christuskind symbolisieren. Vielleicht wird er deswegen auch so ausgiebig abgepudert. Aber woran erkennt man denn nun das Original? Den Dresdner Christstollen erkennt man an dem goldenen Stollensiegel. Da gibt es halt bestimmte Qualitätsanforderungen an den Dresdner Christstollen. Also bestimmte Mindestanteile von Mehl und Rosinen und auch, dass die Herkunft in Dresden und im Raum von Dresden ist. Die gehaltvolle Spezialität ist selbstverständlich auf dem Striezelmarkt überall präsent. Und in einer Schaubackstube zeigen die Stollenmeister gerne ihr Können. Der Dresdner Christstollen. In der Weihnachtszeit gehört auch er zu den Wahrzeichen der Stadt.